So Leute, willkommen zurück hier zu Risen 1. In der letzten Folge haben wir so eine komische, nicht Grabmotte, nee, das waren die Fliegen. Diese komische Heuschrecken da, Viecher, da haben wir ja besiegt. Und jetzt da drin sind ein paar Gnome, das habe ich gerade gesehen. Die müssen wir jetzt erledigen. Ich hoffe mal, dass das jetzt die, sehr schön, ein kleiner Rubin. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass das jetzt die richtige Ruine ist, in die wir müssen. Vorher lade ich mir aber, beziehungsweise Moment, haben wir nicht irgendwie Heilung oder so? Lichtzauber, Telekinese, mittlere Heilung, starke Heilung, schwache Heilung. Hier. Oh, okay, der hat die direkt benutzt. Auch gut. Haben wir was für Mana aufladen, das hier. Ansonsten haben wir... Ah, genau, die Runen können wir noch nicht benutzen. Magischer Schutz. Aber für wie lange erhöht das? Keine Ahnung, ich werde es einfach mal ausprobieren. So. Ah, da haben wir jetzt unten diesen Timer. So. Autsch. Oh, ey, diese... Ich hasse diese fucking Gnome, ne? Die sind einfach so... Einer alleine, kein Problem. Aber wenn die mit mehr als zwei Leuten oder so, also zwei Gnome auf einmal oder so, dann ist echt vorbei. Dann kloppen die auf einen ein wie sonst was. So. Beere mitnehmen. Hier, wenn ich hier durchgehe, gehen diese Mauern zusammen. Das weiß ich noch. Und wenn ich hier lang gehe... Dann kommt hier diese Dinger hoch. Da. Aber das habe ich natürlich sehr schön gedodged. So, ich brauche die Telekinese, glaube ich. Um hier irgendwas zu machen. Da hinten war ein Hebel, genau. Den werde ich einfach mal aktivieren. Jetzt geht das Tor auf. Die Frage ist... Ist das jetzt immer noch aktiviert? Nee, sehr schön. So. Hier haben wir jetzt einen einzigen Gnom. Aber ich glaube, den sollten wir ja schaffen. Dieser magische Schutz, der bringt's wirklich. Der hat mich jetzt echt beschützt. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Schaden absorbiert. Aber ist nice. Die Frage ist jetzt hier. Okay, das ist auch deaktiviert. Gut. Dann können wir jetzt hier, da ist der Novize und hier haben wir eine Truhe. Schauen wir uns erstmal die Truhe an. Gold, sehr schön. Ein kleiner Mana-Trank. Und das war eine ordentliche Summe an Gold. Nathan. Feuerkristall. Okay. Gibt es hier sonst irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich speichere nochmal eben, bevor das hier jetzt... Okay, gut, es ist nicht losgegangen. Dann hätten wir jetzt diese Ruine hier auch erledigt. Wir könnten jetzt nochmal eben schlafen gehen und dann bei Nacht zu dem Friedhof laufen. Und da dann mal auf den Kontaktmann von Hemmler warten. Genau, das machen wir jetzt. Da vorne ist ja dieses Zeltchen. Da schlafe ich dann mal eben. Und auch wie lange dieser Schutzzauber hält. Ach, Baumstumpf. Ich habe gedacht, da könnte ich irgendwas aufsammeln. Oh, was ist gerade los? Warum leckt es so? Keine Ahnung. So, erstmal schön schlafen, bis zum nächsten Morgen. Sehr schön. Was ich hier nice finde, ich glaube, das haben die, weil das hier sind ja die eigentlichen Macher von Gothic. Bei Gothic 1 und 2, da war ja noch, wenn man geschlafen hat, stand dann, du hast geschlafen. Ah, nee, wir wollten bis Mitternacht schlafen. Mist. Dann stand da irgendwie, du hast geschlafen und bist ausgeruht oder sowas. Halt so Kleinigkeiten. Und ich glaube, bei Gothic 3 haben die es schon sein gelassen. Da haben die es nicht mehr gemacht. Das finde ich eigentlich schade. Ich bin so der Fan von so kleinen, von so ein paar Kleinigkeiten. Das ist echt, naja, okay, es ist, verändert jetzt nicht das Spiel im Großen und Ganzen. Waren trotzdem alles coole Spiele und so. Das hier ist auch ein super Spiel. Aber wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten sind dann doch, manchmal das i-Tüpfelchen einfach. Jetzt müsste hier irgendwo jemand stehen, oder?
Liege ich da falsch? Grabstein. So enden Grabstein. Ist hier irgendwo etwas? So eine Höhle oder... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da haben wir nur eine Truhe, aber ich glaube, die ist ja eh schon geplündert, oder? Ja. So, Moment. Gibt es hier irgendwo was zum Graben? Ein Grab. So enden wir alle mal. Kann ich irgendwo buddeln? Nee. Ruhe in Frieden. Grog? Okay. Ist hier sonst irgendwas? Nicht, dass ich hier runterfalle. Nee. Moment. Dann muss ich mir das nochmal eben anschauen. So, Erlan, nee, Prüfung, bla bla bla. Da, finde den Mörder. Der soll mir helfen? Ja, schön. Aber wie soll er mir jetzt helfen? Ja, aber was soll ich jetzt hier machen? Es war doch eigentlich die Rede davon, dass nachts sich Hemla hier getroffen hat. Aber... Moment, haben wir nicht hier... Sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Ja, es war ja die Rede davon, dass sich Hemla hier nachts getroffen hat und irgendwie seinen Kontaktmann hier hatte. Den wollte ich jetzt eigentlich treffen, aber irgendwie wurde das ja nichts. Ruben. Moment, handeln. Lass uns handeln. Können wir dem irgendwas abgeben? Rostiges Schwert, Sichel, die Dinger hier, die zwei behalte ich einmal. Dann Schleichen behalte ich auch, Akrobatik auch. Ansonsten haben wir irgendeinen Müll, den wir nicht brauchen. Hier so ein Messer braucht man, glaube ich, nicht. Den Rest behalte ich alles mal. Beziehungsweise Fackeln brauche ich auch nicht so viele. Tue ich mal. Ach so, nee, ich wollte 3 Stück behalten. So. Was hat er noch hier? Telekinese, Lichtzauber, schwache Heilung. Könnte ich eigentlich mal mitnehmen, aber ich brauche die im Moment nicht. So, beenden. Und jetzt müssen wir ja hier mit... Ach, der Eilezauber ist jetzt abgelaufen. Severin. Ah, genau, hier müssen wir ja auch so ein Paket abholen. Ich komme von Meister Cyrus. Und? Sind die da oben endlich soweit? Können wir die Kisten raufschicken? Ja. Gut, dann werde ich alles weitere fahren lassen. Da ist noch was. Ja? Meister Cyrus will die besonderen Artefakte sofort haben. Ich soll sie ihm persönlich bringen. Aha. Diese Stücke sind äußerst wichtig für uns. Wie kann ich sicher sein, dass du damit nicht abhaust? Genau das habe ich befürchtet. Nun? Hier, ne? Tetrian doch oder so ein Scheiß hier, alles was er gesagt hat. Nee, wir sind ehrlich. Er reißt mir den Kopf ab, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Das klingt in der Tat nach Meister Cyrus. Gut, ich traue dir. Nimm die Artefakte und bring sie ihm, bevor er dir wirklich was antut. Sehr schön. Alte Scheibe und einen Ring erhalten. Alte Scheibe, können wir damit was anfangen? Nö. Und einen Ring. Stabkampf haben wir eh schon. So, jetzt brauche ich noch einmal... Moment, kann ich hier eben schlafen? Damit es wieder Tag ist. Suchst du was? Ja, ein Bett. So. Was machst du in dem Bett? Verschwinde! Hier ist für dich nichts zu holen. Mann. Ja, dann lasst mich doch... Oh, Mann, Jungs. So. Kann ich denn in der Scheune schlafen? Bei den Schweinen, schön im Dreck, wie ihr es haben wollt? Hier steht noch niemals ein Bett rum. Oh Mann, ey. Und dann schleiche ich mich da halt irgendwie rein. Moment, ich habe doch hier den Schleichenring. Den ziehe ich eben an. Oh, jetzt kommt der Tünnis hier rumgelaufen. Mann, jetzt verpiss dich doch. So. Laufen wir kurz hier rein. Ins Bett rein. Bis zum nächsten Morgen. So, hat keiner bemerkt. Sehr schön. So. Gut, dann können wir jetzt wieder den anderen Ring anziehen. Und jetzt müssen wir nochmal mit ein paar Novizen quatschen. Wegen der Prüfung für Meister Abrax. So, du? Meister Abrax schickt mich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin.
Nur ein paar Pflanzen suchen, hat er gesagt. Aber irgendwie ist alles schiefgelaufen. Ganz ruhig, alles der Reihe nach. Nichts der Reihe nach, gib mir einfach die Pflanzen und fertig. Was ist passiert? Barry und ich sind von Meister Abrax beauftragt worden. Das weiß ich alles. Was ist dann passiert? Also gut. Als wir im Wald waren, haben wir uns getrennt. Oh, das klingt ja nach einem Spitzenplan. Wir dachten, so finden wir die Pflanzen schneller. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Oh, jetzt müssen wir noch irgendeinen entlaufenden Novizen suchen. Hast du Barry gesucht? Bist du bescheuert? In diesen Wald setze ich keinen Fuß mehr. Lieber bleibe ich meinen Lebtag Novize. Bestimmt hat ihn irgendein Monster gefressen. Die aus den Ruinen. Junge, das sind nur irgendwelche Grabmotten. Mit denen wirst du schon fertig. Du sollst in die Vulkanfestung zurückkehren. Aber was ist mit Barry? Und den Pflanzen? Darum kümmere ich mich. Gib mir deine Pflanzen. Aber du gehst in die Vulkanfestung und ich besorge die Pflanzen. Also her damit. Also gut. Hier. Ich suche nur noch ein paar Sachen zusammen und mach mich dann auf den Weg. Und immer schön auf dem Weg bleiben. So. Wann hast du Barry zuletzt gesehen? Im Wald, als wir uns getrennt haben. Und wann war das? Vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht genau. Und einfach so, das Gespräch ist zu Ende. Lass dich nicht aufhalten. Ah, oh, ey, diese Leute hier. Bruce allmächtig. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Nee, ich muss dich vollquatschen. So. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Wald nach diesem beschissenen Barry durchsuchen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn jetzt ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Und ich bedanke mich jetzt erst einmal fürs Anschauen und sag dann einmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.